Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Hallo Kairos. Gute auch Idee ist nochmal kurz AFK. Gut, dann warte ich, bis du wiederkommst. Dann sage ich für dich dann auch nochmal extra schönen guten Morgen. Und wer auch immer sonst dann alle da ist, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gestern einen Frosch angefangen. Den werden wir heute weitermachen. Und weiter kann ich heute nichts sagen, das lasse ich einfach mal weg. Und hier sehen wir schon, was wir alles brav gemacht haben gestern. Ich habe dann noch einen kurzen Überraschungsstream, so eine Stunde, glaube ich, ungefähr eingeschoben, weil ich nicht ganz fertig geworden bin am Vormittag. Mich der Hunger dann schon übermannt hatte und zu warm war es gestern auch. Ich hoffe, heute ist es besser. Schauen wir mal. Mist, ich habe wieder was zum Wetter gesagt. Es ist. Ach, zum Essen und zum Wetter. Die Frau hat nur zwei Themen. Wetter, Essen, schlimm. Hallo, rote Orchidee. Okay, wie lange auch immer du brauchst. Ich bin hier, du weißt, wo du mich findest. Von 9 bis 11 auf jeden Fall. Und schau mal, wie lang es heute dann wirklich wieder wird. So. Habe ich halt schon so gesagt. Ich sage oft so, das gehört so. Unser Froschkörper hier. Unsere Oberschenkel, unsere Unterschenkel, unsere Zehen. Einmal für rechts, einmal für links. Dann habe ich gestern im kurzen Stream noch, verschwinden hier gerade hinter mir, sehe ich. Habe ich noch Oberarme gemacht. Und in mühevollster Kleinstarbeit. Fingerchen, die wir dann auch noch da unten vereinen zum Unterarm. Ja, und wir haben ja schon, damit hatten wir gestern begonnen, auch unsere Augen hier. Heute wird's bunt. Gestern war ja alles bis auf die Augen noch in den weißen Basisfarben gehalten. Und heute. Hier ist immer noch vorbereitet, das Weiße werden wir halt nicht so oft brauchen. Aber hier ist noch fleißig vorbereitet. Gelb, in blasser und in etwas intensiver, ein bisschen Ocker, dass wir dann fröhlich mit den Grüntönen auch noch mischen können, um mehr ins moosige, olivfarbene hineinzugehen. Und 1, 2, 3, 4 Grüntöne und noch ein bisschen Schwarz, dass man vielleicht auch noch irgendwo reinmischen kann. Für dunklere Flecken, für Schatten. Schauen wir mal, wie wir das machen. So, dann zeige ich euch noch mal kurz, ganz kurz. Zack, zack. Ups. Das ist die Vorlage, mein Vorlagefrosch. An dem werde ich mich orientieren. Und dann packen wir es. Gehen wir es an. So, wir werden jetzt mal, was machen wir als erstes? Wir werden als erstes den Körper mal einpacken. So. Hier. Und dafür nehme ich dieses helle Grün. Das ist ein wenig meliert. Das heißt ein bisschen und hat einen kleinen Einschluss. So, zupfen wir raus, tun wir weg. Hat da so leichte Gelbtöne mit drinnen. Ich finde das ein wunderschönes Grün. Und für einen Frosch perfekt. Und als Grundlage für diesen Frosch finde ich das schon mal sehr gut. Da ist auch noch ein kleiner Fussel. Zupfen wir das mal ein bisschen auseinander. Zuppeln das zurecht. Legen es hier drauf.
Und ich setze gleich mal die Brille auf. Ich möchte was sehen. Da. Also, wir müssen aufpassen. Wir haben gestern hier Höcker eingebaut. Ja, sieht man hier vielleicht besser. Zwei so kleine Höckerchen. Hier links und rechts eine Erhebung, die von da kommen dann die Augen drauf. Von knapp hinter dem Auge bis da nach hinten zum Popo gehen. Das Maul haben wir schon vorbereitet. Da haben wir auch die so richtig schöne Mundwinkel extra gesetzt. Da. Und natürlich wollen wir diese Formen auch wirklich schön beibehalten. Deshalb müssen wir dann aufpassen, wie wir das da festfilzen, nicht dass wir dann anfangen, irgendwas großartig zu verformen, was wir nicht verformt haben wollen. Also, wir legen mal das Grün hier auf. Dann nehme ich die feine Nadel, gehe einmal grob hier durch, dann hält's mal. Gehe in weiteren Lagen von hinten nach vorne, in dem Fall jetzt. Könnte auch von vorne nach hinten gehen, aber er liegt gerade so schön. Kopf nach links, Kopf nach rechts. So. Und filzen das jetzt mal vorsichtig hier an. Einfach nur, damit es mal hält. Ja. Dann sehen wir, hier haben wir eben diese Erhebung, diese langgezogene. Da auch drüber. Bisschen tasten, wo die ist. Und darunter auch anfilzen. Da sehe ich gerade wieder einen kleinen Einschluss weg damit. Das sind nach wie vor diese kleinen Stückchen aus Heu, Strohblätter, wo halt das Schäfchen so vorbeigekommen ist. Ein langes Haar, das ziehen wir auch raus. Dann drehen wir es mal um. Der Seite auch, da haben wir wieder diese Erhebung. Da legen wir es drüber. Nicht zu straff ziehen. Ja, filzen das mal drunter an. Wenn wer Fragen hat, einfach fragen. Wenn wer Hallo sagen will, einfach Hallo sagen. Ich bin hier. So, dann vorne. Richtung Kopf. Einfach mal ganz zart, damit es mal hält. Und hier. Immer wieder in die Richtung drehen, dass man es schön bearbeiten kann. Da spüre ich meine Erhebung drunter. Die werden wir dann gleich wieder rausarbeiten. In dieser jetzt locker aufgesetzten Wolle verschwindet das mal kurz. Die Höcker kann man ja noch erahnen. Aber diese langgezogene, aufgesetzte Wurst, da werden wir dann gleich tasten und die wieder schön rausholen. Und die grüne Wolle schön einarbeiten. Ja, noch am Hintern. So, da. Da liegt jetzt mal die erste Lage noch relativ locker, aber zumindest mal fixiert darauf.
Und jetzt arbeiten wir das schön ein. Mit schönen dichten Nadelstichen. Nicht zu tief, nicht dass es verschwindet drinnen. Also wirklich nur so mit dem vorderen Spitzel die Farbe hineinarbeiten. Ja, und dann sieht man schon die Hügel noch besser. Toll. Einfach mal dieser Seite von vorne nach hinten durcharbeiten. Damit die grüne Lage schön fest drauf sitzt und sich dann nicht mehr löst. So, das war jetzt einmal um den Muggel da herum. Mal ein bisschen drüber fahren, ein bisschen spüren. Sitzt das alles schon gut? Wenn nicht, noch mal ein bisschen nachfilzen. So. Wieder weiter Richtung Popo. Dadurch verdichtet sich natürlich auch wieder die weiße Basisform ein wenig. Zum Schluss ist das ein schönes, stabiles Gebilde von einem Frosch. So. Da hinten schaut jetzt noch ein bisschen mehr Weiß durch. Macht ja nichts, wir können ja immer wieder was drüber legen. Das ist jetzt mal die erste Lage. Und das ist auch nur jetzt mal die Basisfarbe. Wenn man sich die Vorlage vor Augen hält, so ein, ich glaube, es ist ein Wasserfrosch. Der hat ja wirklich alle möglichen Grüntöne. Und so kleine, naja, Warzen würde ich, naja.